Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Wir haben nun, wie ihr hier sehen könnt, hier rechts, Stimme des Feuers und Stimme des Wassers. Uns fehlt nur noch eine Stimme. Und diese Stimme, die finden wir hier in Ranel. Hey, du bist doch Mike? Wusste ich's doch. Schön, dich zu sehen. Du kommst mir wie gerufen. Komm mal rauf zu mir! Ja, kein Ding. Hast du vielleicht einen Tipp, wo ich den Drachen von Ranel finde? Oho, Mike! Was ist mit der heiligen Flamme, von der du erzählt hast? Hast du den gefunden? Ja. Ich bin so neugierig, erzähl mir doch bitte, was dir widerfahren ist. Eine steinharte Geschichte, die du mir da erzählst. Du bist wirklich beeindruckend, Mike. Ich kann dir etwas von der Legende der drei Drachen erzählen. Es gibt tatsächlich einen verborgenen Ort in der Wüste vor uns. Ich habe nämlich einen kleinen Gang gefunden. Ich glaube, dass der Donnerdrache, einer der drei mystischen Drachen der Legende, dort sein Zuhause hat. Der Donnerdrache? Ranel? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Verbindung zwischen ihm und dem Roboter hier besteht. Der Donnerdrache, die Roboter, die Steine der Zeit. Was für ein Mysterium! Okay. Kannst du mir sagen, wo der Gang ist? Ich habe einen Weg zum Heim des Donnerdrachen gefunden. Leider ist der Zugang zu eng für mich. Irgendwas müsste doch zu machen sein. Okay, aber wo ist denn der Gang? Ist der hier? Ich habe ja jetzt keine Lust, hin und her zu jagen. Aber wenn er schon hier oben steht, dann denke ich mal, ist das ein Tipp, dass wir hier lang sollen, oder? Ist ja zumindest meine Vermutung. Falls das hier falsch sein sollte, dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich irgendwann gefunden habe. Aber ich denke schon, dass es hier ist. Ich denke schon. Zack. So lang dauert der Weg jetzt auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, stimmt. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Ach so. Und wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Da oben ist ein Loch. Das wollte ich euch zeigen. Schaut mal, das ist hier richtig. Hier stand er nämlich rum und wir konnten hier nicht durch. Und die Bombe hat auch nicht funktioniert. Aber jetzt, wo er weg ist und diesen Weg hier gegraben hat, können wir hier durch. Problem ist nur, dass wir das erstmal selber noch ein bisschen frei machen müssen. Let's go! Strike! Nice! Hole in one! Oder irgendwie sowas. Genau. Müssen jetzt ein bisschen Staub saugen. Hier war schon lange niemand mehr. Hier sind ein paar Käfer. Ich weiß nicht, ob die selten sind. Ich nehme einfach mal mit, wenn ich es schaffe. Ah, cool. Moment. Wenn hier unsere... Steuerung! Sorry, Leute. So. Wenn hier unsere Vöglein sind, vielleicht ist ja noch ein Oingo. Ja, tatsächlich! Cool, noch ein Boingo-Oingo. Juhu! Boing! Zeichne so einen Kreis an einer deiner mysteriösen Tafeln, wird ein ähnliches geformtes Item erscheinen. Ein Kreis? Ich meine, dafür ist es wahrscheinlich schon ein bisschen spät, oder? Obwohl, wenn er mir den Tipp jetzt erst gibt. Man kommt ja auch jetzt erst hier hin, also... Keine Ahnung, du. Ich hab keine Ahnung. Ich fange mir mal die Käfer ein. Vielleicht werden sie ja noch wichtig, wenn man sie so late im Game bekommt. Und was befindet sich eigentlich hier? Ich möchte mich hier noch ein bisschen erkunden, wenn ich die Zeit dafür habe. So. Und hier ist auch noch was. Ah, ein bisschen was zum Graben. Ah, da ist auch noch... Ja. Komm, den mache ich jetzt nicht kaputt. Da ist bestimmt nichts drin. Da ist bestimmt nichts drin. Ich denke nicht. Dies ist die Ranel-Schlucht. Den alten Legenden zufolge lebt hier ein Drache, der der Göttin dient. Aha. Das wird da wohl sein. Die Ranel-Schlucht. Da sich hier viele Steine der Zeit befinden, hat eine alte Kultur hier wohl ein Steinwerk errichtet.
Noch heute zeugen die Loren und Schienen hier überall von ihren Bemühungen. Oh nein, nicht Loren und Schienen. Ich kick Flashbacks. Genau, man hat da die ganz auf der Map schon noch ein großes Gebiet gesehen, Varanel. Und das ist das Gebiet, was wir uns jetzt anschauen. Das letzte fehlende Gebiet. Glaube ich. Denke schon. Ja, das hier ist das letzte Gebiet, glaube ich. Und dann suchen wir nach dem Triforce, keine Ahnung. Ja, wir können ja direkt mal speichern, ne, wenn wir schon mal hier sind. Badalam. Badalam. Immer schon speichern, Leute. Ich weiß, es gibt Autosave, aber... schade trotzdem nicht. Okay, Moment. Laut Map kann ich hier nicht lang. Weil hier Schienen sind und das hier ist nicht connected. Ist das hier vorne? Nee, das ist ja nicht da vorne. Was ist denn hier vorne? Hier lebte mal was, aber ist jetzt anscheinend lange forgotten. Hä? Ich kann mit dem reden. Das ist der Drache Ranel. Oh mein Gott, Bro, was ist mit dir passiert? Oh nein. Oh nein, was ist mit dir passiert? Er redet nicht mit uns, aber er lebt. Er lebt, aber er redet nicht mit uns. Ich meine, okay, wenn ich in dieser Verfassung hier wäre, dann würde ich auch nicht wissen, wie ich reden soll. Okay, Ja. Okay, ich verstehe schon. Unser kleiner Beetle ist hier gefragt. Dann macht er einmal knapp. Und dann macht er einmal bumm, zack, bumm. Wenn wir es einfach so schmeißen, dann prallt das nur ab. Mit dem Beetle geht das sofort kaputt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... ja. Und das ist ein Schild, was da wohl draufsteht. Betreten nur mit Erlaubnis des Donnerdrachen Ranel. Okay. Na gut. Was ist das denn hier? Aufheben. Ein Stein. Okay, lass mal liegen. Was ist denn hier? Okay, der Stein. Wo kommt der hin? Oh Gott, ist der Link, du bist aber echt lahm mit dem Stein. Gameplay, Freunde. Hä? Das war's? Soll ich jetzt wirklich einfach den da drüber tragen? Da leuchtet was da unten. Ui, vielleicht finden wir ja Herzteile, das wäre cool. Sonst fehlt nämlich nur noch ein ganzes Herz, damit wir... damit wir alle Herzen haben. So. Jetzt kann ich nicht schmeißen? Nein, wenn du was... oh, nein. Sag mir nicht, der Stein ist wieder da ganz unten. Welcher Stein? Was ist passiert? Stein ist weg? Warum ist der Stein weg? Okay, dann gucken wir uns woanders um. Was soll das Ding? Bitte. Danke. Okay, vielleicht ist in einem dieser Steine ein Stein, ein Zeitstein und sowas drin. Ne? Das kann sein. Nee, da ist nichts drin. Vom anderen. Ich nehme lieber jetzt den Beetle, weil dann geht das schneller. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt den Beetle das machen lasse. Nee. Steine waren auch nicht die Lösung. Kumpel, bist du die Lösung? Nee, der kann auch nicht reden. Der ist auch schon längst tot. Ach, schaut mal da. Ja, aber Kumpel, ich komme da nicht durch. Ich muss hier auf jeden Fall irgendwo einen Zeitstein finden. So viel habe ich auch schon verstanden. Ist das vielleicht ein Zeitstein? Das könnte sein. Okay, Moment, das testen wir kurz aus. Weil das ist sowieso die letzte Idee, die ich jetzt hätte. Aber mein Beetle ist so lahm, wenn er was trägt. Sonst ist er schnell. Oh, schafft er das zeitlich? Geht das überhaupt? Na, doch. Doch, das geht, oder? Nee. Hä?
Nee, ich glaube, das geht nicht. Kann ich das nicht einfach so kaputt machen? Nee, oder? Schaut mal hier, hier ist eine Kette. Aber die bedeutet auch nichts, oder? Die Kette? Zerschneiden kann ich sie auch nicht. Der trägt sie halt an seiner Hand, aber ansonsten. Gott, der arme Drache, ey. Der arme. Das sind lustige Sounds. Soll mir die Kette vielleicht andeuten, dass ich da einfach runterspringen soll? Soll mir das andeuten? Das sah aus, als würde es funktionieren, aber hat es nicht. Moment. Ja, ein bisschen mehr. Laut dem Spiel bin ich da runtergefallen, also ganz weg runtergefallen, aber ich wäre da drauf gelandet. Also, okay, so ist es anscheinend dann nicht richtig. Was ist das hier eigentlich für ein Pillar die ganze Zeit? Der muss doch für irgendwas gut sein, oder nicht? Aha. Hä, was? Wieso kann der Beagle da runterfliegen, aber ich kann das nicht? Okay, wir haben den kleinen Schlüssel. Eigentlich dürfen wir ja durch das Tor dort hinten nicht durch ohne Erlaubnis, aber es kann mir niemand eine Erlaubnis geben, weil er freaking dead ist. Also, ja. Sorry. Rein da. Ist dann wohl so. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Laut Map ist hier ein riesiges Areal. Und ich kann schon sehen, warum. Okay. Zack. Und. Komm. Einmal war's lustig. Reicht jetzt. Okay. Zack. Macht ein bisschen Lärm, ne? Sag mal leise. Okay. Kommt mir alles bekannt vor. Und sieht mal einer an, was wir hier haben. Einen Zeitkristall. Und ihr lebt alle wieder. Weil wir alle in der Vergangenheit wieder sind. Badabam, badabam. Was geht ab, Kumpel? Ihr gibt es viele große Steine in der Zeit. Hast du auch die Erlaubnis, jetzt deine Sachen ein Gut? Ich wollte die 6. Plage gerade zu ihm bringen. Was? Hier sind viele Ungeheuer. Sorry. Okay, ich habe mit dem anderen nicht geredet, aber egal. Anscheinend machen wir jetzt eine kleine Quest. Bringen dieses Minecart jetzt in der Ehrenrunde zurück zu unserem Drachilein. Verschwinde! Mann! Reicht jetzt! Aber das ist gut, ich mach die mit einem starken Hit direkt down. So stark sind wir mittlerweile. Das ist echt gut. Zack, alle direkt one shot down. Nice. Das zeigt einfach, wie stark wir in unserem Abenteuer bisher geworden sind. Aua. Nice. Schalter. Boah, knapp. Hat die Besonderheit durch. Was zum... Geht der Weg hinter mir wieder weg? Weiß es nicht. Tschüss. Tschüss. Okay. Das läuft ja bisher eigentlich ganz gut. Ja. Scheint aber eine lange Mission zu sein. Nein, was... Ah, ich krieg hier aber eine zweite Chance. Okay, also hier ist wie so ein Checkpoint. Die Quest hier ist wie so ein Checkpoint. Das wäre super. Link, muss dich flexen mit deinen Side Jumps. Zack. Ist hier ein Schalter irgendwo? Hier? Hier muss man hoch. Okay, hier ist ein Schalter, oder? Ja. Bleibt er da einfach stehen? Wartet? Er wartet ganz brav auf mich. Hey, jetzt nicht mehr. Hey, warte.
Okay. Wow. Wow. Aha. Schnell. Okay. Cool. How convenient. Was? Wo lang? Hier? Was? Verwirrend. Nice. Toll. Super. Hippie. Oh Gott, ich sehe schon, wie lange dieser Bereich jetzt sein wird. Okay, aber was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? Bam, bam, bam. Okay, wie erledige ich ihn? Gar nicht. Warte. Jetzt habe ich ihn. Wo ist die Plattform? Hallöchen, ich brauche Plattform. Habe ich was übersehen? Scheinbar ja. Ach, muss ich hier gar nicht lang? Muss ich da nach oben? Okay, dann springen wir mal ab. Dann bin ich wohl falsch lang gegangen, oder? Ja, was? Okay, ich muss mal gucken. Ich habe anscheinend einen Weg übersehen, aber ich weiß gerade wirklich nicht wo. Vielleicht sollte ich einfach nicht so schnell sein. Ein bisschen mehr abwarten. Genau, hier. Hallo? Okay, das ist falsch hier. Was? Wie komme ich da hin? Oder geht das mit dem Enderhaken? Okay, ich habe wirklich nicht gedacht, dass der so weit greifen kann. Da war das doch einfacher, als ich dachte. Na gut. Oh Gott, don't do this to me. Zack, zack, zack. Zack. Ich sehe noch nichts, worauf ich landen kann. Oh, oh, oh nein. Okay, jetzt. Okay. Hoch. Warten. Ich will hier nicht weggepustet werden. Auf keinen Fall. Okay, und jetzt? Wieder hoch. Nee, wieder runter. Und jetzt runter. Oder? Ja. Ja, Plattform. Mit Knopf. Was? Wo? What? Aha, ich dachte gerade so, hä? Wie soll ich da hochkommen? Ja, von hier. Ja, von hier. Blong. Da hinten sehe ich schon den Exit. Oh, no. Nee? Oh. Oh, okay. In der Gegenwart sind die Versteiner die Zielscheiben. Aber in der Vergangenheit funktionieren sie noch ganz normal. Jetzt kann ich den benutzen. Jetzt aufpassen. Jetzt kann ich den benutzen. Oh, ich muss mich aber beeilen, weil das sind Fledermäuse, die schmeißen mich runter. Ach, die verschwinden in der Vergangenheit. Okay. Das macht's einfacher. Oder mich entdeckt. Schnell! Oh, sie sind weg. Okay, gut. Puh. So. Und nu? Ah. Zack. Bonk. Und jetzt kommen noch ein paar Gegner hier im Sand. Ja. Eindeutig. Und noch ein riesiger. Nein, nein, nein. Keine Ausdauer mehr. Ich muss ihn liegen lassen. Verschwinde!
Peitsche, glaube ich. Ja, hat geklappt. Noch mehr Gegner. So ein nerviger, unnötiger Schleim. Jetzt ist er weg. Was bist du denn? Okay, einfach nur schnell durch. Ja. Und da ist ein Bokablen. Ein Bokablen. Eine Bokablen. So. So. Hui. Ja. Und spring. Oh, das war knapp. Und hier nochmal das gleiche. Oh, den nehme ich mal mit. Die sind, glaube ich, relativ selten. Oh Gott. Verschwindet! Zumindest die eine. Aua. Da wollte ich jetzt nur schnell durch. Boah, wie viele von euch? Okay. Okay. Was ist hier jetzt los? Was ist das für ein Ding hier? Ja, das krieg ich doch bestimmt von hier, oder? Nein? Da Wasser kannst du nicht hoch? Dein Ernst? Okay. Und zack! Na komm! Ein bisschen rumfuchteln. Wenn man funktioniert's dann. Link, du musst damit. Oh nein. Nein. Verschwindet. Verschwindet. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich bin zu stark für euch. Ihr wart früher ein Problem. Aber jetzt nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, wie ich den abwende. Einfach ignorieren, I guess. Bam. Bam. Okay, einfach ignorieren, hoffentlich. Was? Tschüss. Was ist eine Kiste? Oh Gott. Ist doch keine Kiste. Ein Gegner. Sieht aber aus wie eine Kiste. Aber war keine. Was muss ich denn machen? Alle gehen, alle gehen, alle gehen. Ah ne, da oben. Ich kann einfach so die Items damit nehmen mit der Peitsche. Okay, das wusste ich nicht. Aber hat das jemals einen Nutzen gehabt im Spiel? Nicht wirklich. Ich denke nicht. Okay, sind wir jetzt durch? Kommt noch was? Nee, wir sollten jetzt durch sein. Und damit sollten wir dann den Drachen in seine Vergangenheitsform setzen, wo er noch am Leben war, hoffe ich mal. Und ich sehe schon, was gewollt ist. Ja. Aber du musst mal weg. Soll wahrscheinlich da die Bombe hinschmeißen, oder? Ja, oder? Ah, nee. Ich sehe schon. Ich soll mit dem Beetle hier eine Bombe mitnehmen. Bisschen Zerschneider einsetzen beim Gras und dann kommen wir hier weiter. Standbild. Wir müssen schon zeigen, was passiert ist. Hat jemand gesehen sonst? Okay. Noch einer von euch! Seid Lulatsche, ihr könnt gar nichts mehr anstellen, ne? Opfers. Noch eine! Ne. Da mach ich aber nicht mit. Und das war's! Kommt noch was? Ich meine, jetzt haben wir das ganze Gebiet erkundet bis auf hier oben. Ja, das mit dem Stein. Also ja. Das scheint es gewesen zu sein. Das war echt kürzer als die anderen Gebiete. Bom. Dun dun. Oh no. Ah ja. Auch wieder aussehen mit so einem langen Bart. So sieht er aus. Mir erlaubt ihr, da Stein jetzt einzugraben. Im Augenblick geht das mir noch nicht ziemlich mies. Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn das so weitergeht. Ja, wenn das so weitergeht, wissen wir alle, was dann passiert. Aber Moment mal, können wir hier nicht hier jetzt lang? Das würde mich jetzt erstmal interessieren.
Der Donnerdrache ist krank. Wenn du diesen Stein derzeit willst, brauchst du seine Erlaubnis. Aber jetzt hast du wohl andere Sorgen, oder? Ey, okay, okay, okay. Das ist meine Belohnung, wenn ich schaffe. Okay, verstanden. Blablabla. Bla, 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 bla. Drache, warum bist du krank? Wie kann ich dir helfen? Oh, solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was treibt dich denn hierher? So, so, du kommst also vom Himmel. Du heißt Mike. Irgendwas fehlt mir da. Wie wäre es mit sowas wie WR16, Mike? So wie meine Freunde? Gefällt dir nicht? Naja. Also, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Du sagtest gerade, dass du vom Himmel kommst, Mike. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Das erklärt ja auf jeden Fall einiges. Aber weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich ungelegen. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst es ja selbst. Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt und kann daher nicht singen. Es ist schon eine Last, von der Göttin auserwählt zu sein. Der Arme. Da fällt mir ein, die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Er hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Der Baum? Du meinst den Baum dort? Hey, ich muss da lang. Um ihn dort rein zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Ja, dann lass uns den doch schnell holen. Ah, ich sehe das Problem. Wir müssen, wenn dann, den Drachen wieder kurz in die Gegenwart setzen, damit wir den Baum in die Vergangenheit setzen können. Dann vielleicht den Baum entpflanzen oder so? Ich weiß es nicht. Wir machen hier mal ein bisschen sauber. Vielleicht sind ja außer noch ein paar Käfer noch was anderes Interessantes hier. Wäre zumindest ganz cool, wenn ja. Ne, es scheinen hier wirklich nur Käfer zu sein. Kling und ein paar Rubine. Okay, renn! Wie komme ich denn an den Stein ran? Ich glaube, das geht wirklich nur in der Gegenwart. Okay, Moment. Okay, da kommen wir hin. Hier hat einer aufgepasst, aber wir wissen ja alle, was mit dem passiert ist. Wir müssen ihn nicht nochmal in die Vergangenheit, in die Gegenwart setzen. Das ist gut. Das ist so einfach? Krass. Oh. Okay. Das war mal ein Baum, denke ich. Den Männerdrachen geht es schlecht. Und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Du sagst also, der Baum will nicht wachsen. Brauchen wir vielleicht Wasser? Heiliges Wasser? Da muss ich aber wieder backtracken. Aber holen wir uns erstmal den Stein hier. Denn der ist kostenlos! So wie die meisten am Anfang des Spiels. Nice! Und. Ja, gut, dann. Meine Theorie wäre jetzt. Halt einfach. Heiliges Wasser zu sammeln, ne? Was anderes würde mir nicht einfallen. Ja, doch. Ich denke, wir sollen das machen. Ansonsten, ich glaube, ich schaue das vielleicht mal kurz nach, aber ich denke, das ist das, was gewollt ist. Also, ja. Oh, da steht Graben. Du hast den Lebensbaumkeimling erhalten, ein Keimling des legendären Baumes, dessen Früchte jede noch so schwere Krankheit heilen sollen. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt einen Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Klar. Das ist eine gute Nachricht. Dann solltest du ihn allerdings so anders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranel. Nicht in Ranel. Das heißt... Im Wald, oder? Im Wald kann er auch am besten wachsen. Also ich denke nicht, dass er im Vulkan wachsen soll. Aber okay, das heißt er jetzt... Geht zum Wald... Und so einen Ort, wo ich den pflanzen kann. Vielleicht können wir die kleinen Baummenschen. Baummenschen, genau. Die kleinen Baumviecher helfen.
Was? Was ist denn, warum ist er deaktiviert? Aktiviert ihn mal wieder. Warum war der jetzt wieder deaktiviert? Hä? Ist das auf Zeit nicht irgendwie? Keine Ahnung. Okay, dann bis gleich, wenn ich es herausgefunden habe. Okay, hier sind wir wieder im Siegelhain. Noch scheint es hier friedlich zu sein. Bitte kein vierter Kampf. Das muss echt nicht sein. Okay. Ich habe das Gefühl, das hat vielleicht irgendwas mit dem Zeitportal zu tun. Weil ihr müsst ja bedenken, selbst wenn wir das jetzt irgendwo einpflanzen, müssen wir ja trotzdem warten. Deshalb macht das nicht Sinn, wenn wir den in der Vergangenheit pflanzen. Das ist jetzt so meine Überlegung. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Wir werden es gleich sehen. Reicht einfach rein? Einfach so. Ja, ich darf einfach rein in das Zeitportal. Das sieht immer so richtig sick aus. Okay. Ich hoffe, niemand schreibt mich an, dass ich wieder hier bin. Gut, Zelda kann mich sowieso nicht anschreien. Sie ist ja schon stuck. Hi, Impa. Entschuldigung! Hast du noch was anderes zu sagen? Was ist? Nichts Wichtiges. Siehst du das sonnige Fleckchen Erde dort? Ich hatte mir überlegt, dort einen Baum zu pflanzen. Wenn er da wieder erwacht, wird sie sich an seinen Blättern erfreuen können. Es müsste allerdings ein Baum sein, der tausende von Jahren überstehen kann. Ob es irgendwo Keimlinge für solch einen Baum gibt? Ach, sie gibt sogar einen den Tipp am Anfang. Oh, sorry, das habe ich komplett vergessen, aber... So schwer ist es jetzt auch nicht, hier dran zu denken. Ding, 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 ding. Doch kein Wasser drauf, wie ich dachte, sondern wir können einfach mitnehmen. Und woanders pflanzen, weil okay, einen Baum in der Wüste zu pflanzen, wir wissen ja alle, wie das geendet hat. Deshalb schauen wir mal, wie gut das in einem Wald funktioniert, wo ein Baum normalerweise auch ist und wächst und prachtvoll wächst. Und bestimmt ganz viele Früchte beinhaltet. Ja. Auf einmal taucht er auf. Bardo kommt auch so, Hilfe, wo kommt der Baum her? Ja, was für ein fantastischer Baum. Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quick lebendig. Wir haben ihn für Zelda. Und für den Drachen. Bam! Wachsen lassen. Und jetzt kriegen wir die Lebensbaumfrucht. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Haben wir sie jetzt im Inventar? Ja, haben wir. Diese Frucht soll die Krankheiten heilen können. Alle Krankheiten heilen können. Ihr Geschmack ist mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen. Okay. Da haben wir, by the way, das habe ich letztens gemerkt, das wahre Meister Sword. Ein heiliges Schwert, erfüllt mit der Kraft der Götter, nur ein wahrer Held vermag es zu führen. Fand ich cool. Und ja. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Donnerdrachen.